Ich will auch noch mal ganz kurz gratulieren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Glaubst du jetzt mit deiner Superplatzierung beim ESC, wird die Wahrnehmung des ESC sich in Deutschland verändern? Ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen wieder die Euphorie auch zurückkommt. Auch für nächstes Jahr dann in Israel, dass die Deutschen sich da richtig freuen und ohne Pessimismus rangehen. Den haben wir jetzt hoffentlich weggeblasen, weil es ist immer alles möglich. Und ich finde, wir haben dieses Jahr echt gut abgeliefert. Das Team war großartig um Thomas Schreiber, Christoph Pelander, das ganze Team vom NDR, die ganze Delegation. Und es gab viel Kritik und es gab auch viele, die nicht dran geglaubt haben. Und mit Platz 4 ist es einfach so schön für uns, für Deutschland, entweder Punkte. Und da freuen wir uns riesig. Für dich ist es gerade live hier? Für dich als ja, ist live. Kannst du was sagen? Instagram und Facebook. Hey Leute! Für dich als Künstler, glaubst du, das war gut, hier beim ESC mitzumachen? Für mich als Künstler war das großartig natürlich. Ne? Also es war nicht meine Hauptintention, hier hinzugehen, um mich nur zu promoten, sondern ich wollte einfach beim Eurovision mitmachen. Das war ein großer Traum für mich und ich wollte auch versuchen, wieder für Deutschland Punkte zu holen. Und natürlich ist der Nebeneffekt großartig für mich. Also so viele neue Leute, die jetzt meine Musik für sich entdecken. Ich habe so viele Alben veröffentlicht in all den Jahren, habe viel Herzblut und Kraft reingesteckt und freue mich, wenn Leute... Amazing. Thank you. New fan. Ich freue mich, wenn Leute jetzt meine Musik entdecken, auf meine Konzerte kommen und alles, was jetzt kommt. Und jetzt versuchen wir erstmal ein bisschen durchzuatmen und dann... Ein bisschen chillen, ja. Baby bekommen, dann geht's. Ja, Baby bekommen, auch noch Gott. Oh Gott. Es geht weiter, was für ein verrücktes Jahr, ey. Richtig, Leute, vierter Platz. Sehr gut. Ja, alles Gute für die Zukunft. Danke. Hau dir was rein, irgendwie einen fetten Burger oder so. Ja, und dann bis später. Tschüss.